Ja, hallo, hier ist der Radio 7 Fan Talk nach dem Heimspiel von Ratio Farm Ulm gegen S. Oliver Würzburg. Entschuldigung, nach dem Heimsieg von Ratio Farm Ulm gegen S. Oliver Würzburg. Bei uns Karim. 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 Karim, hallo, herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön. Du hast so ein Glück, dass du heute da bist und nicht am Dienstag. Ja, ich habe mir ein bisschen Tommys Interview angeguckt und am Anfang war er so... Aber wir haben es hingekriegt, oder? Am Schluss war irgendwie dann... Wir können es bei dir umgekehrt machen. Ja, du kommst gut gelaunt und gehst mies gelaunt dann raus. Ich habe gesehen, dass ich heute Fan-Talk habe und habe ich zu den Jungs gesagt, wir müssen gewinnen. Ah. Dann ist es ein bisschen entspannter. Okay, Karim ist gebucht für alle Fan-Talks bis zum Ende der Saison. Ja, das war heute ein... Echt hartes Stück Arbeit. Coach hat gerade gesagt, alle Spieler mit leeren Batterien. Du auf den Knien arbeitest du dich da zum Sieg gegen so ein Team, das wirklich kämpft und das dagegen hält. Wie hat sich es heute für dich angefühlt, Karim, bei dem Spiel? Ja, ich glaube, man hat die letzten Spiele ein bisschen uns angesehen. Wir haben nicht mehr die Energie gebracht, wie so ja, 3-4 Spiele davor, wo wir 4 Spiele in Folge gewonnen haben. Aber mit dem Rhythmus, den wir haben, das viele Reisen, dann die Verletzungen, die wir leider Gottes immer wieder bekommen, also manche Jungs, also Thornwell, Christian, also die gehen hier, die haben kein Spiel Pause gehabt, irgendwas, und deswegen, ich glaube, es hat ein bisschen an Energie gefehlt, die letzten Spiele, wo wir verloren haben, heute war es auch kein schöner Sieg, aber wir haben es irgendwie geschafft, jeder hat nochmal 10% gegeben und ich glaube jetzt, wir haben jetzt eine kleine Pause, wo jeder ein paar Tage off hat mal, weil wir Nationalmannschaftspause haben und das würde uns gut tun, Batterie wieder aufladen und dann können wir wieder mit einer ganz anderen Energie in die letzte Saisonhälfte gehen. Und dann ist ja heute was passiert, also ich habe das noch nie, habt ihr schon mal gesehen, dass ein Spieler gegen uns 41 Punkte gemacht hat? Ihr habt Desi Rodriguez unter 45 Punkte gehalten, Glückwunsch. Also wie oft erlebst du, dass so Typen so heiß laufen? Ja, heiß laufen schon, aber also 41 habe ich, glaube ich, selber noch nicht gesehen. Mein alter Coach hat immer gesagt, wenn sowas passiert ist, hat er uns immer Glückwunsch gesagt. Er hat gesagt, ey, ihr seid sehr gute Leute, ihr gebt so einen Jungen gutes Gefühl. Ihr seid gute Leute, aber muss man Hut abziehen, auf jeden Fall. Aber wir müssen daraus lernen. Sowas darf eigentlich nicht passieren, dass einer 41 Punkte macht. Wahnsinn. Gegen uns. Aber gut, lieber einer, der viel macht und die anderen ein bisschen weniger. Und so haben wir dann auch gewonnen. Ja, mit dem Blick aufs Scoreboard, sonst war ja nicht viel los. Aber es ist trotzdem natürlich ganz bitter. Also ich kann mich auch nicht erinnern, sowas erlebt zu haben. Und deswegen ist es jetzt einmal gut, sowas gesehen zu haben, muss man jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Muss nicht nochmal sein. Du hast gerade gesagt, Nationalmannschaftsfenster Pause. Jetzt bist du aber ja nominiert für die Nationalmannschaft. Sagt man da nominiert, ja? Oder berufen? Oder nominiert. Nominiert für die Nationalmannschaft gemeinsam mit Philipp Hagenhoff und du wirst auch gehen, oder? Kein Kommentar jetzt. Ach so? Ist ein bisschen schwierig. Dann sagen wir da nichts dazu. Du hast auf jeden Fall jetzt, ich weiß, dass du morgen einen Tag frei hast. Ja. Was hast du dir denn vorgenommen? Was Schönes? Kann man das verraten? So? Letzter freier Tag ist ja richtig her, oder? Ja, also so jetzt während der Saison kriegt man zum Beispiel nicht so viele Chancen, seine Familie zu sehen und dann werde ich wahrscheinlich nach München fahren zu meiner Familie. Schönen Tag in München verbringen, ganz entspannt. Ganz entspannt. Du verbringst jetzt ja hier deine erste Saison bei uns, die sehr wechselhaft verlaufen ist. Mit sehr vielen Tiefen für dich, aber auch mit vielen Höhen und jetzt zuletzt gut gepunktet, immer besser ins Spiel gekommen, ist zumindest der Eindruck, den wir Fans von außen haben. Wie geht's dir denn im Augenblick persönlich? War unschwer zu erkennen, dass ich mich am Anfang schwer getan habe, meinen Rhythmus zu finden. Ich war einfach 2 Monate raus ohne Basketball. Das hat man mir angesehen. Ich selber war natürlich sehr frustriert, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich habe sehr große Unterstützung vom Trainerstab bekommen, von allen, die immer gesagt haben, das wird kommen, das dauert seine Zeit, bis du deinen Rhythmus wieder bekommst nach so einer langen Verletzung. Ist natürlich immer schwer als Spieler, das so wahrzunehmen, weil man will natürlich jedes Spiel sein bestes Spiel abliefern. Aber ich habe viel und sehr hart trainiert und es hat, wie Sie es angesagt haben, es hat seine Zeit gebraucht. Aber ich denke, so langsam bin ich wieder in meinem alten Rhythmus drin und kann der Mannschaft vor allem durch meine Energie, meine Defense und dann mein Scoring kommt jetzt auch noch dazu, kann ich auf jeden Fall helfen. Ja, wir freuen uns, oder? Dass Karim da ist und dass er uns diese Leistung zeigt.
dass du angekommen bist. Ja, jetzt war es ja schwierig, so mit Hygienekonzepten und Pandemiezeiten auch Land und Leute so kennenzulernen, zumindest eingeschränkt, aber wie gut bist du denn jetzt schon eingeschwäbischt hier so? Verstehst du alles, was man zu dir sagt? Kennst du die Dinge, die du zu essen bekommst? Und ja, weil ich die schwäbische Küche liebe. Nein. Doch. Ich liebe Maultaschen. Okay, das war's. Mehr weiß ich nicht. Aber ich liebe die schwäbische Küche, also Maultaschen. Nein, aber ich habe mich sehr, sehr gut eingelebt hier. Und ja, mir gefällt die Stadt sehr, sehr gut. Okay. Viele schöne Restaurants an der Donau entlang. Es wirklich gefällt mir sehr gut und die Leute sind auch sehr offen. Es gefällt mir. Also, ich meine, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Du verbringst ja noch etwas Zeit deines Lebens bei uns in Ulm, wenn alles gut geht für uns. Und dann werden wir dich an die schwäbische Küche noch ein bisschen sozialisieren, dass jenseits der Maultasche vielleicht dann auch noch Spätzle mit Soße wesens oder. Ja, kenne ich auch. Kenne ich auch. Du kennst Spätzle mit Soße. Ja, stell dir vor. Ja. Und was ist zum Beispiel mit Hirnsupp? Ja, da hört es dann auf. Hirnsuppe. Aber da ist gar kein richtiges Hirn mehr drin, oder? Hirnsuppe machen wir ohne Hirn, das heißt bloß so, habe ich immer gedacht. So leicht sauer, trübe Suppe schmeckt eigentlich ganz lecker. Wie gesagt, ich habe ja noch Zeit. Schmeckt deutlich leckerer, als es klingt. Okay, ja. Okay. Wenn du selber für dich so Essen machst, kannst du mehr als nur ein Brot schmieren und was in die Mikrowelle werfen? Also bist du ein begnadeter Koch? Begnadet würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich weiß mir zu helfen. Okay, was kochst du dann am ehesten so? Spätzle mit Soße? Nee, also ich habe schon ein paar Gerichte im Petto, aber so am liebsten einfach klassisch halt für einen Sportler Reis, Chicken, manchmal Lachs, Spinat. Also wenn jemand mal eine Einladung bekommt von mir, dann habe ich schon ein paar nice Gerichte. Okay, nice. Aber ich will nicht alles verraten. Gibt es dann auch korrespondierende Weine bei Jallos zu Hause dann so? Kannst du dann an kein deinen Alkohol Weinschrank gehen? Kein Alkohol bei mir. Tatsächlich kein Alkohol, nur Wasser? Gibt es dann, bist du Wassersommelier? Also kann man dann... Apfelschorle. Hochwertiges Apfelsaft. Trübe Apfelschorle. Der Coach guckt gerade nicht zu. Also du kannst gerne auch sagen, dass es dann ein Gläschen Wein gibt es oder gibt so. Es gibt auf YouTube, kann man alles nachgucken. Es gibt keinen Alkohol bei Karin zu Hause. Du hast jetzt gesagt zur Familie, du hast mir auch schon in anderen Gesprächen verraten, dass dir das viel bedeutet und dass es dass sicherlich eins der schwierigeren Sachen ist, dass man als Profisportler so viel unterwegs ist. Was bedeutet denn tatsächlich, du sagst, du bist dort gern, es gibt dir Kraft, aber was tut denn die Familie für dich? Weißt du, ist es dann so, lassen die einfach deinen Sport raus, du bist einfach Karim oder musst du dich dann auch dafür rechtfertigen, dass du mal gut oder mal schlecht gespielt hast? Wie ist denn das? Also ich telefoniere täglich entweder mit meinem Mutter, Vater oder mit meinem Bruder, da geht es halt schon meistens um Basketball, aber wenn ich dann nach München fahre oder die zu mir kommen, dann reden wir eigentlich so gut wie nie über Basketball und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man es mal schafft, so einen halben Tag einfach mal abzuschalten und überhaupt nicht an Basketball zu denken, nicht drüber reden, weil das ist ja täglich 24/7 bin ich nur damit beschäftigt und es tut dem Kopf mal gut, einfach mal nur Family Time genießen, einfach mal über andere Sachen zu reden, genau so ist es bei uns. Du gehst ja so ein bisschen als so 150-prozentiger, also jemand, den er eher bremsen muss, was so Trainingselan angeht und so. Jetzt habe ich vorher, du hast ja vorher auch im Lockerroom-Talk gesagt, dass du ab und zu gerne mal FIFA zockst, kommst du da gerade dazu, deine Skills dann ein bisschen zu verbessern? Ich meine, du hast ja schon Cristiano so ein bisschen gebasht, weil du gesagt hast, du schlägst ihn immer. Kommst du dazu, deine Skills etwas zu verbessern im Augenblick? Ja, dadurch, dass wir so viel unterwegs sind und ich sag mal, das Privileg haben, eine Playstation auch im Bus zu haben, kommt man... Bus? Ja. Echt cool. Ja, wusste ich nicht. Ja, ich wusste, das habe ich auch das erste Mal gesehen. Aber da hat man natürlich viel Zeit und da werden die ein oder anderen Wetten abgeschlossen und verloren und gewonnen an der Konsole. Wer hat eine Frage an Karim? Es ist ja der Fan-Talk. Wenn jemand eine Frage hat, Hand hoch und laut sprechen, weil ich kann leider nicht kommen. Junger Mann? Welche Videospiele spielst du denn sonst noch so? Fortnite und das war's eigentlich. Eigentlich nur FIFA und Fortnite. Was spielst du denn? Fortnite.
Fortnite und noch irgendwas anderes. Kenn ich. Wie ist denn dein Kampfname auf Fortnite? Oh, den will man nicht wissen. Naja, das ist es noch eine Jugendsünde oder so? Ja, das muss hätte nicht ich jetzt preisgegeben werden. Karim schlägt sie alle. Irgendwie sowas, oder? Was auch sehr dicke Hose macht. Nächste Frage. Keine Frage drauf. Ah, okay. Nee, da steht keine Frage drauf. Jemand noch eine Frage? Ansonsten kämen wir dann schon zu den Zufallsfragen. Und da kommt nämlich diese Bingo-Maschine. Ah, okay. Die ist repariert worden. Und es ist so, wenn du es zu dir drehst, mischt es. Wenn du es in die andere Richtung drehst, fällt eine Kugel raus. Okay. Und das Gerät stört sich selbst. Und dann guckst du auf die Nummer und sagst mir die Nummer und dann, das war deine Nummer gerade, ja, oder? Das war die 35. Oh, spooky. Also zu dir mischen, andere Richtung und dann kommt die Frage dazu. Das ist nichts für Grobmotoriker. Muss ich die reinlegen oder was? Die 21 sollte man... Soll ich die reinlegen oder einfach nur sagen? Ja, du kannst sie auch da reinlegen. Schau, das ist doch schön aufgeräumt, oder? Das ist die Nummer? Ja, nicht. Ja, die 21. Die 21. Schau, und dann ist jetzt die Frage 21. Kannst du einen Satz auf Deutsch sagen? Ich glaube, das war für die Fremdsprachler und für den Österreicher. Okay, perfekt, danke. aber vielleicht andere Frage. Also Englisch ist klar, aber kannst du... Das steht da wirklich. Glaubst du? Nein, du sollst jetzt noch nicht spicken. Das sind Zufallsfragen, deswegen. Ja, okay, dann darf ich nochmal drehen, glaube ich. Ja, okay. Ich wollte dich aber eigentlich fragen, ob du noch irgendwelche Sprachen sprichst, so, außer Englisch. Nee, leider nicht. So Urlaubsspanisch oder sowas? Una cerveza, por favor. Como está? Ah, Italiano, ballare Italiano. Ja, ich vermisch das gern. Ich sie. Oder du kannst so tun, als ob du eine Sprache kannst, oder so. Ja. Minsko, Dinsko, Flöteskow. Si, muy bien, señor. Ja, si, ja, señor. Como está? Número. 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 Okay, ich sag nicht, was es war. Dann lass sie doch draußen, sonst kommt die nochmal. Also, wenn ihr diese Fragen wissen wollt, das gibt's bei OnlyFans. Du sollst die Maschine nicht kaputt machen. Oh Gott, ich hab gewusst, dass das nicht gut geht hier. Okay, 56. 56. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, dass Zufallsfragen sind und du dann aussuchst, was dir recht ist. Wir hatten die Fragen ausgesucht, Alter. Worin wärst du gerne der Beste auf der Welt? Das glaube ich, oder? Das ist schwer. Also Basketball wäre jetzt langweilig. Ja, das wäre langweilig. FIFA auch. FIFA auch. Oh. Kann ich die anderen nehmen? Nee. Wobei das sehr interessant geworden. Also die 18 bei OnlyFans. Gibt es irgendwas? Würdest du gern singen können oder steppen oder vielleicht jonglieren mit brennenden Hamstern oder... Ich wäre gerne, wenn ich nicht obviously Basketballer am besten sein wollen würde, würde ich glaube ich gerne der beste Arzt der Welt sein. So einfach, nicht unbedingt der Beste, aber ein guter Arzt, weil ich finde... So wie der Bergdoktor, so der Arzt, den die Frauen vertrauen. Nein, eher so ein guter, einer der besten Chirurgen, wo die Leute nur, ey, ich habe das und das, ich will zu Karim. Ich will zu Karim? So, weil ich finde, ich bewundere die Leute, die so Operationen an, ja, Ärzte halt, Chirurgen bewundere ich. Und ich glaube, wenn ich das könnte, wäre ich das. Also ganz ehrlich, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, also Karim sagt, er wäre gerne der beste Chirurg der Welt, da hätte ich keinen Cent drauf gewettet. Aber geile Antwort, sehr gut. Nächste Frage und beschummel nicht hier drauf. Aber wie viel machen wir denn? Ich dachte, 7 machen wir. 7? Ja. Um Gottes Willen. Ja, du willst deinen Feierabend, dann okay. Mach mal hin. Dann mach ich schnell. 75. Die eine haben wir ja ausgelassen, die zählen wir mit. Ja. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Ja, okay, Klamotten. Du hast mir mal gesagt, du trägst gar nicht so viel teure Klamotten. Ich trage auch keine teuren Klamotten. Sondern du Klamotten. Hast nur so einen geilen Style, dass alles so teuer bei dir aussieht. So habe ich es erstens nie gesagt. Entschuldige, weil wir haben uns doch mal drauf geeinigt. Nicht teure Klamotten, aber viel Klamotten. Okay. Wie viel hast du dann da so? Also,
Kann man das keine Ahnung. Kartons rechnen oder in Schränken? Ja, Schränke, oder? Kartons, alles. Karim und ich haben uns mal drauf, also ich habe das so verstanden, dass es in einigen ist, dass eine gut erzählte Geschichte immer besser ist als eine wahre Geschichte. Deswegen, das stimmt. Ja, genau. Was hast du für eine Nummer noch? 74. Kommst du eher nach Mama oder nach Papa? Mehr nach Papa. Was macht dein Papa aus für dich, wenn du das jetzt so mit Überzeugung schon sagst? Ich bin ja so ein Energizer so ein bisschen und mein Vater hat auch so ein afrikanisches Temperament, glaube ich, das ein bisschen in mir steckt und ja, das okay. Merkt man, glaube ich, sehr gut. Gelegentlich. Komm, zwei noch. Zwei noch. Alright. Wie kann man so ein geiler Basketballer sein und so grobmotorisch mit so filigranen Technik umgehen? Die 13. Warum geht das so langsam hier? Das ist auch ganz oben. Warum mache ich eigentlich klein? Welchen Promis folgst du auf Twitter? Boah, eigentlich nur Sportpromis. Also ich schaue viel Formel 1, da folge ich ein paar Fahrern. Ich schaue viel Fußball auch. Also eigentlich nur Sportpromis und so Schauspieler. Also nichts Besonderes. Und so auf Insta, so ein paar so Influencer oder sowas oder so? Gar nicht. Ah, hell no. Nee, diese Influencer, nee. Fühle ich nicht so. Fühlst du nicht so? Fühlt er nicht so. Letzte Frage mit Überzeugung gedreht. 67. Die 67, Mitzi. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn ich das Leuten erzähle, dann sagen sie immer, ach, das hätte ich jetzt nie gedacht. Also außer, dass du gerne der beste Chirurg der Welt wärst. Ja. Die Frage ist nicht, gibt es etwas, was uns an dir überraschen würde, sondern was würde uns an dir überraschen? Ja. Es gibt viele Sachen. Ich stecke voller Geheimnisse eigentlich. Ja. Würdest du uns ein kleines verraten? Ja, ich kann eins verraten. Sollen wir jetzt andächtige Musik dazu machen oder so ein bisschen Klaviermusik? Ist es eher was Romantisches oder ist es eher was Überraschendes? Oder ist es also die Leute, die mich kennen, die würden das nicht denken, aber ich lese tatsächlich sehr, sehr viel. Okay. Und frag mich jetzt nicht, welche Bücher. Wir lassen es einfach so stehen. Okay? Jetzt sind wir uns da einig? Ich bin schon froh, dass du sagst, frag mich nicht, ob Gebrauchsanleitungen oder Bücher. Aber ich finde, der Literat Karim Jallo, pass mal auf, wir machen Folgendes. Wenn wieder normale Zeiten sind und man wieder Menschen treffen kann, dann machen wir irgendwann mal einen schönen Abend bei uns in der Gastro im Orange Campus. Und dann sollen die Leute alle ihr Lieblingsbuch mitbringen. Dann machen wir so ein bisschen Talk und dann lesen wir alles ein bisschen aus unseren Büchern vor. Leseabend mit Karim Jallo. Die Frage bringt mich in Teufelsküche. Ja, das ist auf jeden Fall so. Junger Mann, wir sind so froh, dass du hier bei uns bist. Wir sind so froh, dass du jetzt für dich gefühlt auch wieder so ein bisschen einbiegst in die Spur, wo du eigentlich sein möchtest. Und hoffen, dass du jetzt wieder Energie tanken kannst in der Pause und freuen uns irrwitzig, wenn ihr wieder zurück auf dem Parkett seid. Erstmal auswärts und dann natürlich beim Spiel, auf das wir uns, glaube ich, alle freuen, gegen die Bayern dann Mitte März. Dankeschön. Sehr schön. Karim Jallo. Danke. Und jetzt, Karim, noch ganz kurz, wenn es ein oder zwei Autogramme gibt. Habt ihr einen Stift da? Ich mache hier Platz, pass mal auf. Ich muss nur die Sachen hertragen.